Herzlichen Dank für die lieben einführenden Worte. Große Freude, hier zu sein. Ja, ich darf Sie heute mit dem Thema Food Trends und Visionen in die Zukunft führen, versuchen sozusagen neue Zukunftsgedanken zu forcieren. Zukunft braucht Herkunft und Zukunft braucht auch einen offenen Kopf. Und ich glaube, da haben wir heute schon sehr viel gehört. Das scheint mir wirklich eine spannende Stimmung zu sein im Land. Und ich bin sehr froh und nochmal danke für die Einladung. Ich finde es ganz spannend, weil das sind schon historische Momente, ja, wenn Sie sozusagen Identitäten weiterentwickeln. Lassen Sie mich hier einfach mal hineinspringen in das Thema Food Trends und Visions. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht. Okay, das will jetzt hier nicht weiterklicken. Sorry. Ist denn schon? Genau, jetzt können Sie das. Bitte schön. Sorry. Okay. Die liebe Technik, wir haben heute schon einige Hürden genommen. Wunderbar. Ich habe Ihnen hier im Hintergrund eines meiner Lieblingsbilder mitgebracht, nämlich, tja, was ist das? Ist das echt? Oder ist das eine Kopie? Ist gar nicht so einfach festzustellen auf diesem Bild. Und was immer es auch ist, ist das die Zukunft? Und ja, das führt uns zu der Frage, wie funktioniert Zukunft überhaupt? Was verstehen Sie unter Zukunft? Wenn Sie Zukunft denken, in welchen Zeiträumen denken Sie da? Ist es ein Semester? Ist es, wie wir jetzt gerade gesehen haben, wenn Sie hier unterschreiben, sind es ja Commitments auf Jahrzehnte? Ja, das verändert was in den Köpfen. Wie weit denken Sie zu? Und ich habe den Eindruck, wir gehen meistens von dieser Art von Entwicklung aus. Wir sehen sozusagen einerseits die Zukunft da immer rechts oben und denken sehr gerne in Linearitäten. Ja, das heißt, wenn man optimistisch ist, denkt man, okay, mehr vom Gleichen. Wenn man pessimistisch ist, und ja, das kann man heutzutage auch werden, man sieht es zum Teil in den Medien, in den Kommentaren, dann wird man sagen, naja, oje, es wird weniger, das geht nach unten. Aber das ist sozusagen eine Art des linearen Denkens. Das ist sozusagen eine Definition, dass man sagt, okay, Trend ist sozusagen eine sich fortdauernd in die gleiche Richtung verändernde Entwicklung. Das heißt, wir meinen, aha, da bewegt sich was, das wird mehr, dann wird noch mehr davon. Und wir in der Trendforschung haben hier sozusagen einen Krankheitsbegriff. Wir nennen das sozusagen Linearitis. Das heißt, Achtung, wenn wir meinen, wir wissen, wie die Zukunft ausschaut, sollte bei uns schon so ein kleines rotes Licht losleuchten und blinken und sagen, Achtung, wenn die Zukunft was kann, dann kann sie uns überraschen. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier sozusagen offen bleiben. Wenn wir versuchen, sozusagen in die Zukunft zu schauen, liebe ich eigentlich dieses System viel mehr. Ich halte es hier viel hilfreicher. Wir nennen dieses auch, dieses Adaptive Loop auch als Lazy Eight, so eine Acht, die so ein bisschen drinnen hängt. Und das beschreibt eine Dynamik, die wir auch in allen biologischen, sozialen Systemen eigentlich finden. Da gibt es so einerseits dieses Wachstum, sagen wir mal, früher, wenn man es jetzt versucht zu übersetzen auf die Landwirtschaft, dann haben wir sozusagen Stagnation, Erneuerung und Innovation. Also vier ganz unterschiedliche Phasen, die sich aber sozusagen immer wieder in Bewegung halten. Und ich glaube, wir als Gesellschaft, vielleicht wir auch als Ernährungswirtschaft, würden eigentlich am liebsten immer in diesem Wachstumbereich bleiben. Also eigentlich wollen wir immer nur sozusagen von unten nach oben noch mehr Wachstum haben. Und ich glaube, da haben wir uns in den letzten Jahrzehnten ein bisschen festgekrallt und es hat auch seinen Preis. Im Moment sind wir natürlich konfrontiert mit vielen Krisen und Krisen kann man auch definieren als, ja, etwas Altes gibt es nicht mehr und das Neue ist noch nicht vielleicht sichtbar, für manche aber noch nicht erkennbar. Wir haben hier ganz unterschiedliche Tempi auch in der Gesellschaft. Und diese Krisen sind im Moment also wirklich multiple. Und das fördert bei vielen Menschen Angst. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Wir haben gerade sozusagen mit Corona
jahrelang zu tun gehabt. Auf der Uni hat man sozusagen ganz schnell gelernt, es digital zu lösen, zu adaptieren. Und es hat auch einige guten Seiten gezeigt. Aber jetzt kommt sozusagen noch mit dem Ukraine-Krieg. Da bin ich ganz bei Ihnen. Schockierend, unfassbar, undenkbar eigentlich. Noch Anfang Februar undenkbar. Und jetzt sozusagen sind wir noch nicht mittendrin und trotzdem unfassbar, was in der nächsten Nachbarschaft passiert. Themen, die uns noch ordentlich beschäftigen werden, die uns aber auch auf vielen Ebenen Auswirkungen haben auf unser Leben und auch auf den ganzen Bereich der Ernährung. Ganz kurz möchte ich darauf eingehen. Erinnern Sie sich an Corona? Die Zeit davor habe ich sozusagen als Snackification bezeichnet, eine Zeit, wo sich die klassischen Mahlzeitenstrukturen eigentlich aufgelöst haben. Wir haben immer spontaner gegessen. Und schlagartig mit Corona, mit den Lockdowns, sozusagen konnten 2 Drittel der Bevölkerung nicht mehr zum Arbeitsplatz. Und was passiert? Wir haben unseren Alltag wieder um das Essen organisiert. Mahlzeiten haben uns geholfen, diesen total destrukturierten Alltag wieder zu strukturieren. Wir haben häufiger gegessen, gemeinsamer gegessen, früher gegessen, mehr geschlafen und mehr gekocht. Ganz spannend, dass das Essen sozusagen in der Krise wieder mal sein innovatives Gesicht zeigt. Dann hat es natürlich auch eine enorme Digitalisierung gegeben. Ich habe schon erwähnt, auf der Hochschule sowieso, auf allen Ebenen unserer Leben, auch wie wir Essen bestellen, wie wir Lebensmittel bestellen. Zum Thema Regionalität war das ein Segen. Viele Netzwerke, die sozusagen regional waren und schon davor digitalisiert, haben hier richtig losgezogen. Also auch hier Entwicklungen, da gibt es kein Zurück mehr. Da sind wir jetzt mittendrin. Also Lebensmittel, Speisen finden sozusagen ganz neue Wege zum Konsumenten oder zum Gast. Ja, und ganz massiv natürlich die Lieferketten. Auch durch den Krieg, spätestens davor aber schon, ist das Bewusstsein gewachsen, dass diese Lieferketten mit Just in Time, die wir wirklich zur Perfektion getrieben haben, mit dem Fokus auf Effizienz, wirklich sehr angreifbar waren, plötzlich nicht mehr funktionieren. Und fast weltweit so ein Reflex, man sehnt sich wieder nach mehr Regionalität. Man schaut sich die Region an, man schaut, was hier wächst. Man will auch die Region unterstützen. Ich würde sagen, ein menschliches Phänomen, eine riesige Chance sozusagen auch für ein Land und für eine Region, das eigene kulinarische Profil auch weiterzuentwickeln, weil wir noch nie so genau hingeschaut haben. Das heißt, eigentlich kann man sagen, unser industrielles Foodsystem ist aktuell an vielen Bereichen zeigt sozusagen fast Sollbruchstellen. Es kommt an die Grenzen eines funktionierenden Ökosystems. Es ist einerseits noch immer hochgradig effizient, aber gleichzeitig auch zerbrechlich, sehr produktiv und brüchig. Manchmal hat man den Eindruck, richtig fantasielos, weil more of the same. Und dann, je nachdem, wohin man schaut, zum Teil aber auch hochgradig innovativ. Also Zeiten, wo es wirklich auch um die Wahrnehmung geht. Je nachdem, wohin Sie schauen, sehen Sie das, was Sie sehen wollen. Aber es ist beides nebeneinander. Und es braucht im Moment sehr viel Erneuerung, weil diese Krise, und da schließe ich mich gerne meinen Vorrednern an, sind immer auch Chancen, weil jetzt kommt Bewegung hinein auf vielen Ebenen. Lassen Sie mich hier noch mal kurz ausholen und ein altes Bild bemühen. Ich würde sagen, wir befinden uns eigentlich nicht in bewegten Zeiten, sondern wirklich in Zeiten des Wandels. Im Moment sind auf so vielen Ebenen so viele Bruchstellen sichtbar und so viel auch Druck, dass wir die Zukunft neu gestalten, sei es jetzt die Energiewende, die natürlich einhergeht mit der Mobilitätswende und natürlich auch eine Foodwende. Ich weiß, manche nennen es auch Ernährungswende. Ich mag manchmal den Begriff Food lieber. Leider, ich kann es nicht übersetzen, weil Food einfach der größere Begriff ist, der inkludiert auch Esskultur. Und Landwirtschaft und Speisen und Essen und nicht nur unter Anführungszeichen Ernährung, das bei uns ganz andere Bilder auslöst. Deswegen mag ich den Begriff der Foodwende lieber, aber egal wie man es bezeichnet, auf vielen Ebenen gibt es hier einen ganz rasanten Wandel. Und in diesen Zeiten der Erneuerung ist es ganz wichtig zu wissen, wer bin ich? Von wo gehe ich aus? Und diese Klarheit der eigenen Identität, der sozusagen als Universität, als Institut, als Land, ja, Sie haben es als schönstes Land bezeichnet,
Sie haben ganz stark auch herausgearbeitet, wo die Stärken sind. Das ist so extrem wichtig, weil Zukunft braucht Herkunft. Und diese Bilder kann man sich sozusagen in den Rücken stellen und mit diesen Brillen in die Zukunft schauen. Und diese Kraft muss man mitnehmen, weil es ist nicht so, dass Innovation gibt es auf allen, in alle Himmelsrichtungen. Es passiert im Moment wahnsinnig viel. Man muss wählen, man muss entscheiden, man muss schauen, wer bin ich und was passt zu mir, um sozusagen wirklich gemeinsam mit Partnern Zukunft zu gestalten. Und hier kommen sozusagen ein bisschen die Foodtrends ins Spiel. Sie haben schon gehört, ich bin Foodtrend-Forscherin geworden. In meiner Arbeit versuche ich den Wandel der Esskultur zu beschreiben, zu kartografieren. Und deswegen ganz wichtig, jeder hat eine eigene Definition von Trends. Manche denken an Foodtrends, andere denken an Branchentrends. Das hat alles seine Berechtigung. Es braucht verschiedene Definitionen für verschiedene Blickwinkel. Aber wenn ich von Foodtrends rede, dann ist mir, glaube ich, die wichtigste Definition, und die lege ich Ihnen ans Herz, damit Sie nachher verstehen, von was ich rede, ist sozusagen, Foodtrends sind Antworten auf Probleme, auf Wünsche und Sehnsüchte. Ja, also ein Foodtrend kann nicht ein Produkt sein. Das muss immer ein ganzes Cluster sein. Und es kann nicht nur eine kleine Variation von etwas Vorhandenem sein, sondern es muss ein Potenzial haben, ein Lösungspotenzial. Und ja, so der Begriff Wünsche, Sehnsüchte ist sehr weich. Aber das ist sehr kulturell. Das hat auch was mit Identitäten zu tun, mit Esskultur zu tun. Weil Foodtrends in Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachiger Kulturraum sehen anders aus wie in Frankreich, Italien, England. Und da reden wir jetzt nur mal von Europa. Ja. Wir haben sehr viel unterschiedliches Verständnis von Gesundheit. Wir haben ganz unterschiedliche Esskulturen und die spiegeln sich auch wieder. Und das muss man sich bewusst sein, weil es sozusagen, man muss die eigene Kultur auch mitnehmen in die Zukunft und weiterentwickeln. Ein dickes Brett, diese Esskultur, aber das ist ein zentrales Thema, um die Menschen hier nicht zu verlieren. Mein Versuch ist, Foodtrends zu beschreiben, die eine Haltbarkeit von 5 bis 10 Jahren haben. Das ist irgendwie spooky, ja? Das ist wirklich tricky, dieser Bereich, weil das ist richtig lang in Zeiten wie diesen. Aber mein, also es, und dabei sind Foodtrends aber nicht statisch, sondern mobil, die interagieren. Deswegen versuche ich sozusagen immer die Trendentwicklungen nachzuzeichnen. Foodtrends kann man auch als Inspirationsquellen bezeichnen. Und das ist meine aktuelle Foodtrend-Map. Ich weiß, das irritiert jetzt mal, weil es einfach so viel ist. Und das ist gar nicht so ungewollt, weil es hat eine gewisse Komplexität erreicht. Wir leben noch immer im Lebensmittelüberfluss. Wir können noch immer locker ein Drittel wegschmeißen. Uns geht es sehr gut. Und es gibt keine einfachen Antworten für alle. Es gibt sehr viel unterschiedliche Suchbewegungen in dieser Gesellschaft. Und diese Komplexität versuche ich hier, ja, optisch wiederzugeben. Ich clustere Foodtrends nach Themenbereichen, die sehr eben typisch für den kulturspezifischen Raum sind. In der Mitte steht Nachhaltigkeit, dann kommt Qualität, Genuss. Genuss, Sie sehen, ist auch nicht so klein. Das hat mit der Ambivalenz zu tun, mit dem wir uns diesem Thema begegnen. Das wäre in Frankreich deutlich kleiner, nur als Beispiel. Dann haben Sie noch Glocal, diese Wortfusion aus global und lokal. Da wird ausverhandelt, wie viel Globalität braucht es, wo braucht es Globalität, wie viel Lokalität braucht es. Beyond Food sind Konzepte, die uns weiter in die Zukunft führen, Gesundheit und Alltag. Das sind die 7 Cluster und keine Sorge, ich schaue mir nicht alle Foodtrends an mit Ihnen, aber ich möchte kurz eintauchen, um Ihnen hier ein bisschen mehr Einblicke zu geben. Weil Foodtrends eben auch, ja, einmal zeigen, was es alles gibt und uns zum Teil weiter in die Zukunft führen. Eines der lebendigsten Cluster ist das Cluster Nachhaltigkeit. Das hat sich natürlich rasant entwickelt und das ist sehr kleinteilig. Es gibt sehr viele kleine Foodtrends und das ist immer ein Zeichen, dass wir hier im Moment noch tänzeln. Das ist so ein dickes Brett, dieses fürchterlich sperrige Wort Nachhaltigkeit. Aber wir sind noch so Anfänger. Und deswegen gibt es ganz viele kleine Trends, die noch stark miteinander interagieren werden. Aber sie zeigen diesen Bewusstseins- und Wertewandel in unserer Gesellschaft auf. Und wie schon gesagt, es gibt verschiedene Tempi.
in unserer Gesellschaft zu diesem Thema. Taucht man einfach mal ein. Immer gedacht, ich fange an mit Vegamania. Vegamania, Sie wissen, vor gut 10 Jahren haben die Veganer die Titelblätter dominiert. Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ja, warum? Weil sie den Finger auf ein Thema gelegt haben, das wirklich unappetitlich ist. Und sozusagen zu einem Zeitpunkt, wo wir uns es auch leisten können und vielleicht auch leisten müssen, zu hinterfragen, wie wollen wir Tiere halten? Wie wollen wir sie füttern? Wie soll es weitergehen? Und da haben sie einfach den Finger auf den richtigen Punkt gelegt. Das heißt aber nicht, dass wir alle Veganer werden. Diese Vision kann ich auch nicht sehen. Aber trotzdem haben wir hier ein Thema, das gesessen hat. Und das wird ja noch immer heftig diskutiert. Und wenn Sie sich nur überlegen, was in dem Themenbereich in den letzten 10 Jahren passiert ist, dann sehen Sie doch, es passiert Wandel. Zero Waste ist auch ein Food Trend, sozusagen das Ende der Lebensmittelverschwendung. Da hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren. Ich habe viele Best-Practice-Beispiele gesehen und publiziere und zeige auf, wo hier Bewegung stattfindet, bei welchen Akteuren entlang der Lebensmittelkette. Spannende Apps, langsames Thema, aber nicht mehr aufzuhalten. Weiter geht's mit Circular Food. Circular Food ist eigentlich ein Trend, der uns weit in die Zukunft führt und der ganz dringend konsequenter gedacht werden sollte, sozusagen den Abfall als Ressource zu sehen, also eigentlich das Wort Abfall abzuschaffen und überhaupt den Abfall aus unserem System rauszunehmen, also sozusagen nur mehr Systeme zu denken und zu fördern, die überhaupt keinen Abfall produzieren, wie die Natur. Das schöne Bild von diesem Kirschbaum, der blüht Millionen von Blüten, was für ein Luxus für ein paar hundert Kirschen. Aber das ist nicht Abfall, sondern Humus. Ja? Und rührt die Seele im Frühjahr und freut die Bienen und die Insekten. Ja? Also da gibt es keinen Abfall. Und diese Art von neuen Kreislaufdenken ist etwas, dafür müssen wir die Grenzen überschreiten. Dafür braucht es Kooperation, Koordination, besseres Verständnis für verschiedene Ressourcen. Cell Culture, Miete, schauen wir uns noch ein bisschen, Food, schauen wir uns ein bisschen genauer an. Curated Food finde ich ein super spannendes Thema, das aktuell wieder viel Rückenwind erfährt in Zeiten der Krise. Und wir wissen alle, Deutschland ist besonders preissensitiv. Alle merken schon wieder, dass der Drang auf Billigprodukte, sozusagen der reine Fokus auf Preis, wieder an Fahrt gewinnt. Und da ist es besonders wichtig, dass die Anbieter sozusagen auch nochmal kuratieren, sich gut überlegen, was sie anbieten. Vielleicht nicht mehr 15 Joghurts, sondern vielleicht nur 8 oder 9, aber dafür in einer klaren Qualität. Also ich glaube, manchmal übertreiben wir es bei einer Vielfalt, die nicht mehr als Segen wahrgenommen wird. Und kuratieren heißt bewusster wählen, also das Sortiment nochmal zu reflektieren. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, eine gute Chance. Veganizing Recipes. Ein Trend, den man aktuell sehr deutlich sieht. Manchmal versuchen wir weniger Fleisch zu essen, aber uns fehlt eigentlich die Fantasie, was wir essen können. Auch das gehen wir noch ein bisschen ein. Und deswegen versuchen viele im Moment, traditionelle Rezepte einfach zu adaptieren, indem Ausgangsprodukte ausgetauscht werden. Oder Real Omnivore. Und da möchte ich bisschen näher eintauchen. Real Omnivore ist ein Phänomen von jüngeren Zielgruppen, mehr urbaneren Zielgruppen. Sie denken jetzt wahrscheinlich an Berlin und Co. Ja, dort ist es besonders deutlich. Das ist sozusagen eine Zielgruppe, eine jüngere Gruppe, die eine große Offenheit hat für neue Entwicklungen. Und die hat in den letzten Jahren signifikant zugelegt. Und das finde ich sehr spannend. Die versuchen weniger Fleisch zu essen, also real omnivore, also wahrhafte Allesesser. Ja, das sind wir als Menschen sowieso, aber in dem Fall lassen die sozusagen auch viele kulturelle Hürden hinter sich. Das Ziel wäre sozusagen, weniger Fleisch zu essen. Wenn das jetzt ein symbolischer Teller ist, dieser Kreis, dann rutschen sozusagen die tierischen Produkte an den Rand, nicht mehr im Zentrum, sondern wo Sie jetzt die Sternchen sehen, rutscht es an den Rand. Bewusstere Wahl, bessere Qualität, nicht kein Fleisch, nicht keine Milch, aber weniger, bewusster. Und ins Zentrum rutschen dann sozusagen die ganze Vielfalt an pflanzlichen Produkten. Schwierig. Da fehlt es uns an Fantasie und Know-how und was wollen wir denn essen, wenn wir das Fleisch weglassen? Und aktuell braucht es wirklich noch
Die Vegomes, das sind sozusagen Haubenköche. Auch diese brauchen wir dringend als kreative Köpfe, die uns helfen, unsere Esskultur weiterzuentwickeln. Wir haben nicht immer so viel Fleisch gegessen, aber wir haben vergessen, was wir davor gegessen haben. Und die Zukunft kann nicht in der Vergangenheit liegen, in der Armut, in der Nachkriegszeit, sondern die Zukunft muss kulinarisch sein. Es muss schmecken und Spaß machen. Und das heißt, hier brauchen wir die Unterstützung von Köchen, von Köchinnen, die sozusagen eine neue Liebe für die Vielfalt an pflanzlichen Produkten entwickeln, damit Spaß macht, weniger Fleisch zu essen. Dass wir nicht mehr von weniger reden, sondern von neuen, spannenden Gerichten. Also da tut sich einiges, aber das ist ein dicken Brett, weil wir müssen es kulturell übersetzen. Auch hier werden die Antworten in Italien anders ausschauen. Die haben jetzt schon eine große Vielfalt an fleischarmen, fleischfreien Gerichten. Die sind zum Teil schon Teil unserer Esskultur. Aber nichtsdestotrotz, auch wir müssen unsere Esskultur hier in diesem Sinne weiterschreiben. Aber Real Omnivores essen eben auch neuere Nahrungsmittelquellen und dazu zählen auch Insekten. Ich nehme an, in diesem Umfeld gehe ich davon aus, dass der Großteil hier natürlich schon einiges probiert hat und sozusagen diese erste Hürde genommen hat. Da geht es nicht um Ekel, ja, das ist gelernt, aber die Frage, Freund oder Feind, ist eine spannende. Nur wir können die Insekten nicht austauschen. Wir vergessen gerne, dass es einmal weltweit, obwohl es ein großes Insektensterben gibt, gibt es sozusagen noch immer mehr Insekten als Menschen. Aber es gibt unendlich 1400 verschiedene Insektenarten, die sind essbar. Das heißt, eigentlich eine wahnsinnige Nahrungsquelle, die weltweit zu haben ist. Eigentlich haben wir kein Welthungerproblem, wenn wir Insekten mitdenken. Und dann merkt man ganz schnell, da geht es eigentlich nicht um die Ressourcen. Da haben wir auf vielen Ebenen genug. Es geht um Verteilung, es geht um Know-how, es geht um Wissen. Aber nichtsdestotrotz, Sie wissen, viele Insekten sind einfach hochwertige tierische Nahrungsmittel. Aber wir wissen auch, dass es in unserem Kulturraum wenig Tradition hat. Auch die Zulassung war sehr schwierig. Sie wurden Ja, vier sind zugelassen in der EU und dann anfangs nur als ganzes Tier. Langsam kommen die verarbeiteten Produkte. Schwierig, sich hier zu etablieren. Es ist auch nur eine Option von vielen. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir Insekten auch denken in dem ganzen Ressourcenkreislauf. Und da möchte ich an ein Projekt hinweisen in Wien, die sozusagen die Restelverwertung wirklich groß geschrieben haben. Das ist eine große große industrielle Anlage entstanden in Wien, Living Farms, die sozusagen Food Waste hier einsetzen, um das mit Insekten in hochwertige Nahrung umzusetzen, die dann wieder im Pet-Food-Bereich eingesetzt werden. Hier werden verschiedene Food Waste, ob das jetzt vom Wein oder von Kürbisöl oder was auch immer regional in Österreich anfällt, wird hier sozusagen als Insektenfutter eingesetzt, das dann wieder im Hühnerfutter landet oder im Fischfutter. Also ganz spannende Kreislaufthemen, die ich Ihnen dringend ans Herz legen möchte, um diese Kreislaufwirtschaft weiterzudenken. Real Omnivore sind aber auch offen für ganz neue Zukunftsvisionen. Sie kennen sicher Cultured Meat. Darf ich kurz einfach nur so ein Zeichen haben? Ich muss nicht groß erklären, was es ist. Ja, im Prinzip werden hier Tierzellen vermehrt von Tieren, die noch leben könnten. Das muss man mal verdauen im Kopf. Das heißt, hier werden tierische Zellen im Labor vermehrt. Ich hatte vor einigen Jahren die Chance, den ersten Biss zu tun. Das war der teuerste in meinem Leben. Das wird er auch bleiben. Ich kann Ihnen nur sagen, es hat nach Fleisch gerochen, es wurde frisch angebraten, es war knusprig als erwartet, aber es hat die Maillard-Reaktion gezeigt. Es waren allerdings damals reine Muskelzellen, jetzt wird auch Fettzellen gemeinsam gezüchtet. Also da hat sich viel getan. Damals gab es vier Forschungsstationen, aktuell sind es knapp 100 in wenigen Jahren. Da sind Milliarden hineingeflossen. Einige Länder setzen hier wirklich sehr viel Hoffnungen. Ich glaube, im deutschsprachigen Kulturraum sind wir sehr
Technikkritisch, wenn es ums Essen geht. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung für alle Kulturräume ist. Ich gehe davon aus, dass es einige Kulturräume gibt, wo die sehr offen sind. In China ist es jetzt auf dem Fünfjahresplan. Man erwartet eigentlich die Zulassung in den USA und in Israel eigentlich heuer. Ich nehme an, jetzt wird es nächstes Jahr. Also das wird jetzt ziemlich schnell gehen. Die Skalierung nach oben sind noch riesige Themen. Und man arbeitet auch schon an den ersten Steaks. Zugelassen wurde es in Singapur im Dezember. Das heißt, Sie können es jetzt schon in Singapur bestellen. Das war ein Huhn und das ist im Moment das dickste Steak, was es gibt mit dieser Technologie. Das ist noch immer so dünn, ganz schwierig, Zellen zu züchten, weil die erdrücken sich selber. Die haben ja keine Struktur, die haben ja kein Blut, keine Nerven. Wahnsinnig komplex, aber schon spannend. Also da sind viele dran. Ich würde sagen, machen Sie nicht gleich so oder so, lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, die Zukunft braucht viele verschiedene Optionen und wir als Konsumenten entscheiden dann mit, was wir wollen und was nicht. Aber im Moment hoffe ich, dass wir einfach die Vielfalt zulassen und denken und dann entscheiden, welche Art von Zukunft wir auch im Land fördern wollen. Ja, ein Thema, wo Deutschland ganz voll mit dabei ist, ist Plant-Based Food, also verarbeitete Lebensmittel, die sozusagen ausschauen, als wären sie Fleisch oder Wurst, so tun, als ob. Sensorisch bin ich vor 3, 4 Jahren gestolpert und konnte nicht mehr sagen, ob Original oder Kopie bei der passenden Temperatur. Schon, das sind immer so historische Kerben, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, was man isst, wo man die Information braucht, wo man das Wissen braucht. Oh. Also da ist echt was in Bewegung. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Ich wollte Ihnen nur diesen mitnehmen, weil es hat einen gewissen Humor. Es sind natürlich die Amerikaner, die gesagt haben, wir machen einen Burger, der soll besser sein wie die Natur, haben dann geforscht, woher der Geschmack kommt, haben den Steak-Geschmack in den Burger hineinbringen wollen, haben dann die Häme hineingegeben und dann sagen die Veganer, oh, das ist viel zu blutig, das können wir gar nicht essen, auch wenn es vegan ist. Aber uns muss klar sein, das ist natürlich die Zielgruppe, sind nicht die Veganer, das bleibt eine Minderheit, sondern die Zielgruppe sind die Flexitarier, die einfach versuchen, weniger Fleisch zu essen. Das sind die Zielgruppen. Und die waren natürlich hier sehr angetan. Aber das ist ein Hightech-Produkt. Und das ist noch die Frage, wie das sozusagen in unserem Kulturraum ankommen würde. Ja, und da gibt es einfach im Moment unendlich viele Produkte, ganz spannend, auch beim Fisch. Der, finde ich, hat extremer Tempo zugelegt. Die sind sensorisch wirklich toll geworden. Das heißt, bleiben Sie dann, probieren Sie es einfach mal aus, machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Es ist wirklich spannend, das ist ein hochgradig lebendiges Gebiet. Ja, und das ist das Originalprodukt von dem ersten Bild, was Sie sahen. Das ist sozusagen ein Plant-Based Steak. Die waren bisher eigentlich ziemlich gruselig und das ist das Erste, wo man denkt, auch da legen Sie an Tempo zu. Wie auch immer, wir entscheiden als Konsumenten, welche Zukunft wir wollen beim Einkauf. Und das ist schon spannend. Aber ich glaube, klar ist, die Zukunft des Fleischkonsums ist sehr vielfältig und das Fleisch verliert die Rolle als Leitprodukt. Aktuell sind die ganzen Plant-Based-Produkte die mächtigsten Player. Die Nahrungsmittelindustrie setzt mit Vollgas drauf. Ich glaube, es braucht noch Alternativen. Die Zukunft kann nicht sein, dass wir so tun, als ob und einfach so weiter ist. Ich glaube, es sind Übergangsprodukte. Einige werden überleben, aber wir müssen auch überlegen, ob wir die Hände sozusagen ganz in die Nahrungsmittelindustrie geben wollen oder ob wir sozusagen auch unsere Esskultur hier weiterentwickeln. Aber zum Thema Hightech, Optik, Geschmack, vor allem Textur, wirklich beeindruckend, was die Lebensmitteltechnologen da schon können. Ein Riesenpotenzial. Und ich glaube, sie helfen uns einfach aktuell auszuprobieren, wie es sein kann, wenn wir weniger Fleisch essen. Trotzdem, ich bin bei Ihnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Veganer werden, aber wir können weniger Fleisch essen. Wir können besseres Fleisch essen. Aber dafür braucht es viel Information und vor allem spannende Alternativen. Spannende Alternativen oder auch wiederum mehr Experimente, das finde ich hat Humor. Hier wird sozusagen einfach der Anteil in dem Fall von Pilzen, man kann auch mit Gemüse einfach auch Fleisch verdünnt. Also wie auch immer, das Fleisch verliert seine Pole Position, aber was diesen Platz einnehmen wird, ist noch unklar. Spannend, alles, was aus dem Meer kommt, 2 Drittel, ich habe gesagt, Wasser, 2 Drittel der Weltoberfläche, Wasser. Eine riesige Ressource, Algen.
Nicht nur Mikroalgen, auch Makroalgen. Hier kommen die ersten Produkte nicht nur aus Asien, da haben wir sie schon bei Sushi kennengelernt, sondern jetzt auch die ersten Meeressalate und Co. Also auch da tut sich einiges, eine riesige Zukunftsressource, auch für dieses Land, das hier ein Riesenpotenzial hat. Ein letztes, und es gäbe noch mehr, die Pilze. Sie wissen, es sind eigentlich die größten Pflanzen. Also die größten Lebewesen, muss man eigentlich sagen. Wir essen eigentlich immer nur die Spitze, aber das Myzel unter dem Fruchtkörper, den Pilz, so wie wir ihn kennen, ist eigentlich viel größer. Jetzt wird gerade am Myzel geforscht, dass man nicht mehr den Pilz züchtet, sondern gleich das Myzel. Auch spannend. Wird jetzt diskutiert und die ersten Studien angestellt, ob das jetzt zugelassen wird. Ob Myzel was anderes ist wie der Pilz. Da wird im Moment Nährstoffanalysen gezogen. Das wird in den, nehme ich mal an, im nächsten Jahr entschieden, ob das jetzt Novel Food ist und damit Verordnung und damit auf die lange Bank geschoben wird. Dauerzulassungen Jahre. Ich glaube, da müssen wir auch in der EU schneller werden. Nichtsdestotrotz, viele neue Ressourcen, das heißt, Real Omnivore hier ist eine junge Generation, die viel offener ist, auch für Hightech-Produkte, wenn sie nur nachhaltiger sind. Und das ist ein mächtiger Treiber. Das ist noch lange nicht Mainstream, aber da bewegt sich was. Das heißt, wer bin ich? Wer will ich sein? Was will ich da entwickeln? Und jetzt möchte ich noch hineintauchen zum Thema Glocal. Von der Zeit her darf ich noch dieses Wort Fusion als global und lokal. Ja, da wird ausgehandelt. Dieses Cluster setzt sich damit auseinander. Und auch hier gibt es viele Trends, die ich wirklich ganz spannend finde, weil als der Lebensmittelhandel angefangen hat, das Thema Regionalität, Lokalität zu bedienen, haben wir gedacht, oh je, jetzt wird es schwierig, weil es ist ja eigentlich gegen das Interesse des Handels, dass sie das Thema Regionalität bedienen, aber die mussten es, weil der Kunde so stark das nachgefragt hat. Also die haben ganz neue Kreisläufe entwickeln müssen, um dieses Bedürfnis zu bedienen. Aber brutal lokal war dann sozusagen noch eine Weiterentwicklung. Und da auf diese Supermärkte, die dieses Thema aufgegriffen haben, war sozusagen die Gastronomie, die das Thema für sich neu entdeckt hat. Die nordische Küche, die für sich sozusagen wirklich nochmal neu kulinarisch sich entwickelt hat und radikal, brutal lokal neue Rezepte aufgesetzt hat. Saisonalität neu entwickelt hat und eine der Speerspitzen des Noma praktisch jetzt mit drei Speisekarten hochgradig saisonal auskommt und hier die Küche ganz neu weiterentwickelt hat. Ein weiterer Foodtrend, Local Exotics. Ich habe gesagt, Foodtrends sind immer Antworten auf aktuelle Wünsche und Sehnsüchte. Wenn Sie sich in Corona-Lockdown-Zeiten regional ernährt haben, dann sehen Sie, dass es manchmal ziemlich überschaubar ist, sehr fleischlastig, manchmal sehr süß, sehr alkoholisch, ja, ist regional sehr unterschiedlich, aber doch ziemlich überschaubar. Und dann muss man eigentlich nur genauer hinschauen, dann findet man sie doch, die Local Exotics, junge, meistens Quereinsteiger, Bauern, Bäuerinnen, die sozusagen auf den Klimawandel aktiv reagieren und schauen, was geht. Ja, wir haben Reis im Burgenland, wir haben Artischocken, wir haben Quinoa in Deutschland, wir haben Zitrusfrüchte, wir haben Artischocken. Es gibt unendlich viel Garnelen und Co. Aus Aquaponik. Das sind so spannende Zeiten im Moment. Es gibt viele Produkte, die ehemals exotisch waren, auch bei uns. Und ich glaube, da werden wir noch viel sehen. Das heißt, wenn man die regionale Küche weiterentwickeln, sollte man auch die mitnehmen. Regionale Küche heißt nicht nur traditionell, das kann auch sehr spannend und innovativ sein. New Global, auch ein spannender Trend, da zeichnet sich diese Re-Regionalisierung ab, dieses bewusste Reflektieren, wie setze ich die Region neu auf? Und ich glaube, das passiert im Moment ganz stark, dass man überlegt, woher beziehe ich die Futtermittel, wenn ich noch im Schweine-Rindfleischbereich zufüttere? Woher beziehe ich es? Wie will ich das in Zukunft aufsetzen? Transparentere Lieferketten, Fokus auf nationale Märkte, was brauche ich in der Region, was nicht? Ganz ein dickes Brett, ganz am Anfang sind wir hier. Und so könnte man noch weiter ausholen. Ein Thema noch, Regenerative Food, auch das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Wir haben die Böden in den letzten Jahrzehnten doch sehr gefordert. Wir haben den Ertrag erhöht, erhöht, erhöht.
Wir brauchen sozusagen hier auch nochmal für die Zukunft die Überlegung, wo müssen wir regenerieren, wie können wir regenerieren. Und Biodiversität, ein Wahnsinnsthema, ein riesen kulinarisch auch spannendes Thema. Tricky, eigentlich sollte man das jetzt als Chance nutzen, aus dieser Weizenfokussiertheit auszusteigen, zurückzuschrauben. Und ich glaube, wir müssen hier kleinere Schritte machen. Nur ein Beispiel, man kann sozusagen kleine Schritte, wo man versucht, besser zu sein als die Norm, auch draufschreiben, drüber reden und sagen, wir sind hier im Prozess. Also hier ist viel Bewegung, kleine Schritte, wir sind noch sehr kleinteilig, aber es bewegt sich. Ganz kurz noch, Global, spannend, auf der Ebene der Ausgangsprodukte versuchen wir ganz stark zu schauen, woher kommt es. Aber bei den Speisen aktuell in Deutschland sind wir eigentlich sehr international. Das widerspricht sich nicht unbedingt. Müssen wir aber uns bewusst sein, dass die regionalen Küchen im Moment hier ziemlich am Rückzug sind. Das heißt, wenn wir die wollen, müssen wir auch schauen, dass wir die weiterentwickeln und stärken und mit ihnen gemeinsam Ideen entwickeln, was es sein kann, wenn das Fleisch nicht so entsendet ist. Das war jetzt eine kleine Tour de force durch einige Foodtrends. Das Thema heute ist Wertschöpfung von Lebensmitteln, neu denken. Wenn wir Zukunft gestalten, wenn wir diese Lösungsoptionen stärker voranführen wollen, dann sind es wichtige Inspirationsquellen. Und für mich ist sozusagen hier ein ganz ein wichtiges Stichwort für die Ernährungswirtschaft hier vor Ort. Und das ist heute schon gefallen, da habe ich mich sehr gefreut. Das ist sozusagen Resilienz, nicht Effizienz, sondern Resilienz, die Fähigkeit zu agieren, Stabilität. Stabilität heißt aber auch beweglich bleiben in bewegten Zeiten. Nicht nur auf Ertrag zu schauen, sondern wirklich zu schauen, wie ich mit den Ressourcen die Zukunft gestalten kann. Also das ist eigentlich eine Abkehr von dem klassischen Fortschrittsgedanken, sondern hier geht es immer mehr sozusagen in ein Resilienzdenken, das in Kreisläufen denkt, das multidisziplinär denkt, das sozusagen auch weiß, dass es sozusagen hier alle Akteure braucht. Weil Innovation entsteht meistens an diesen Grenzen zwischen den Disziplinen. Aber wenn man lernt, sich zu verstehen, dann entstehen neue Verbindungen im Kopf, aber auch in der Arbeit. Und das sind sozusagen die Köpfe, die wir brauchen, um Zukunft zu gestalten. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen hier viel Optimismus, Selbstreflexion und vor allem Zukunftsplanung und ein ganz ein starkes Erfolgsnetzwerk und viel Freude an der Gestaltung der Zukunft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich noch auf Fragen.